Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender des unrasierten Apostels der Liebe. Heute möchte ich mit euch ein weiteres Türchen öffnen, ein Hoffnungstürchen. Und dieses Jahr lese ich ja immer wieder aus unterschiedlichen Andachten, aus Bibelleseplänen der YouVersion Bible App vor. Und so manchmal hört man ja die Frage: Magst du Weihnachten? Ja, was für eine merkwürdige Frage. Mögen? Geht es dabei überhaupt um mögen? Da könnte man auch gleich fragen: Magst du atmen? Magst du leben? Oder magst du Kaffee? Ein paar interessante Gedanken dazu habe ich in der heutigen Andacht gelesen. Da schreibt der Autor: Magst du Weihnachten? Was für eine Frage. Gott hat die Welt für dieses Ereignis geschaffen. Und das finde ich ja mal einen interessanten Ansatz, eine interessante Perspektive auf Weihnachten, dass Gott die Welt für Weihnachten geschaffen hat, für dieses Ereignis, also dafür, dass er Gemeinschaft mit uns haben kann, dass er ein Mensch wird, einer von uns in unseren Alltag kommt. Die Menschwerdung Gottes entschlüsselt das Geheimnis der Geschichte. Sie fügt die Bedeutung aller Tage zusammen wie die Seiten eines Buches. Ohne Weihnachten hätte die Welt keinerlei Bedeutung. Die Heiligen des Altertums blickten nach vorne auf Weihnachten, um seine Bedeutung zu verstehen, während heutige Christen aus demselben Grund darauf zurückblicken. Das Kommen Jesu und sein Werk sind Gottes größte Errungenschaften. Daher wäre es skandalös, Gott nicht zu Weihnachten anzubeten. Es ist sein Tag, nicht das Fest der Weihnachtsgans. Wer sich darüber aufregt, dass der 24. Dezember ein heidnisches Fest zur Wintersonnenwende war, dem ist die richtige Perspektive abhanden gekommen. Er könnte genauso gut behaupten, wir sollten keinen Weizen auf einem Feld anbauen, weil dort früher Dornen wuchsen. Schönes Bild. Es gibt auch Menschen, die gegen die Kommerzialisierung von Weihnachten wettern und Menschen kritisieren, die Geld, das sie eigentlich nicht haben, für überflüssige Dinge ausgeben würden. Die ganzen Einkäufe, das Haben-Wollen und der Besitz würden eine Familienfeier, bei der es um den Glauben und das Geben geht, völlig entwerten. Auch hier wird viel geredet, doch die richtige Perspektive kommt zu kurz. Diesen Menschen ist nicht bewusst, dass sie Weihnachten nicht wirklich begriffen haben. Eins steht ohne jeden Zweifel fest: Groß und einzigartig ist das Geheimnis unseres Glaubens. In die Welt kam Christus als ein Mensch. 1. Timotheus 3, Vers 16. Weihnachten feiert die Menschwerdung Jesu, die Menschwerdung Gottes. Das Kommen des Wortes, das Fleisch wurde, wie Johannes 1, Vers 14 es formuliert, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohns vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Darin besteht die Bedeutung von Weihnachten, unabhängig von allen zusätzlichen Interpretationen, sich widersprechenden Standpunkten, religiöser Meinungsmache oder nutzlosen Argumenten. Und in diesem Sinne wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du deine Ambiguitätstoleranz aktivierst bei all den unterschiedlichen Auffassungen und Meinungen und Möglichkeiten von Weihnachten und dass es dir gelingt, von deiner Seite aus, mit allen anderen zusammen von ihren Seiten aus, auf das Zentrum, auf den Kern zu blicken, auf das, was eigentlich an Weihnachten geschieht, dass Gott einer von uns wird, dass er Mensch wird, für dich und für mich, um mit uns Gemeinschaft zu haben.
Das macht es doch großartig, dieses Weihnachtsfest, unabhängig von allen Umständen. So wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und freue mich darauf, morgen das nächste Hoffnungstürchen mit dir zu öffnen. Bis dann.